Hallöchen und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Und es gibt noch einige Fragen, die auf eine Antwort hoffen. Und das war jetzt die beschissenste Einleitung, die es eigentlich geben kann, weswegen wir auch sofort das neue Kapitel starten. Und wir müssen mit Rowan sprechen. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich das sage, aber du musst endlich mal von den Büchern wegkommen und mir vom verschlossenen Raum erzählen. Also würde ich mal meinen, gehen wir zu Rowan und sprechen einfach mal mit ihr. Kann ja nicht schaden. Wir sind natürlich wieder in der großen Halle. Da ist Rowan, aber erstmal gucke ich, ob wir noch jemanden sehen. Nein, schade. Okay, dann setzen wir uns mal zu Rowan. Da bist du ja. Ich habe gehört, dass du im Unterricht ausgezeichnet bist und Hauspunkte für Hufflepuff verdienst. Du bist diejenige, die mir in den Besenflugstunden Punkte eingebracht hat. Ich habe nicht nur Hilfe beim Verdienen von Hauspunkten bekommen, sondern einen Plan geschmiedet, in den Raum zu gelangen, den Mrs. Norris bewacht. Großartig! Und was ist dein Plan? Zuerst müssen wir an Mrs. Norris vorbeikommen. Wenn wir ihr ein Schlafmittel verabreichen, sollte sie lange genug bewusstlos sein, um an ihr vorbeizuschleichen. Oh nee, die wollen die Katze schlafen legen. Als nächstes müssen wir durch die Tür in den Raum gelangen. Der Entsperrungszauber Alohomora sollte das bewirken. Als drittes müssen wir den weichen Zurückflug Flippendo lernen. Mit ihm können wir entkommen, falls wir so wie im Raum mit der Teufelsschlinge gefangen werden. Wenn du Snape bittest, dir mit einem Schlafmittel zu helfen, schöpft er nur Verdacht. Ich werde Penny Haywood fragen. Penny Haywood? Sie ist das beliebteste Mädchen uns, wenn nicht gar von ganz Hogwarts. Sie hat mir angeboten, mir zu helfen, wenn ich sie brauche, und meinte, dass sie ziemlich gut bei Zaubertränken sei. Sie ist bescheiden. Wenn irgendjemand aus unserem Jahr weiß, wie man ein Schlafmittel braut, dann ist sie es. Und wie sieht's mit Filch aus? Du hast mich mit deinem Forschungseifer angesteckt, also habe ich selbst ein paar Nachforschungen zu Filch angestellt. Ich denke, ich kann ihn von uns ablenken. Da ist noch etwas. Was? Ich glaube, wir brauchen noch jemanden, um das durchzuziehen. Oh Gott, bitte sag nicht Ben. Bitte sag nicht Ben. Wen möchtest du noch mitnehmen? Ha! Ben Copper, na klar. Nein, Penny. Ben kriegt das doch nicht mit. Bei aller Liebe. Er ist zwar nett, er ist ein Gryffindor. Es wäre zwar die Möglichkeit gewesen, sich zu beweisen, aber nein. Ich glaube, das ist ein viel zu großer Schritt für ihn. Man soll ja, immer schön, also mit kleinen Schritten anfangen. Penny! Ich weiß, dass sie ihre Hilfe angeboten hat, aber das geht ein bisschen weit, Elsa. Ich weiß, aber ich glaube, sie kann uns wirklich helfen. Wir können uns von Ärger fernhalten, wenn wir genau wissen, was in Hogwarts vor sich geht. Und ihre Zaubertrankkünste werden uns mit dem helfen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Viel Glück, Elsa. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, den Plan in Angriff zu nehmen. Da sind wir schon. Und zwar sowas von. Aber das Spiel nicht. Okay. Aber wir können zumindest zu Jane. Wenigstens das können wir erledigen. Also auf in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, wo Jane auf uns warten wird. Aber erstmal gucke ich, was die anderen zu sagen haben. Was ist dein Lieblingszauber für Duelle? Naja, Expelliarmus. Hättest du Interesse an einem nicht genehmigten Duellierclub? Nicht, dass es so einen Club gäbe, aber vielleicht doch? Nein, danke. Ich habe fürs Erste genug vom Duellieren, Elsa. Ich bin eine Leserin, keine Kämpferin. Hallo, Jane. Du wolltest mit mir über mein Training sprechen? Du kennst die Grundlagen des Duellierens, aber du musst noch mehr lernen, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu bestehen. Du hast Rowan schon überflügelt.
Daher habe ich noch einen deiner Freunde freiwillig gemeldet, um dir beim Üben zu helfen. Sag jetzt nicht Bern. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände, nachdem du eine Nachricht per Eule bekommen hast. Oh Gott. Hoffentlich nicht Bern. Oh Gott. Schön. Das ist schön. Okay, dann duellieren wir uns einfach mal in dieser Folge mit Ben. Das könnte witzig werden. Ja, doch, das könnte wirklich witzig werden. Und wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sein Selbstbewusstsein zu steigern. Vielleicht sollten wir einfach mal vorgeben zu verlieren, sodass er ein Erfolgserlebnis hat. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Mal sehen, ob wir das können. Hast du dir das gut überlegt, Ben? Absolut. Ich muss auch lernen, mich zu du duellieren. Du bist schließlich nicht immer da, um mich zu beschützen. Ben mag zwar ein Feigling sein, nichts für ungut, aber laut Professor Flitwick ist er einer der begabtesten Erstklässler im Zauberkunstunterricht. Ihr zwei solltet gute Trainingspartner sein. Ich möchte euch nur bitten, euch nicht zurückzuhalten. Ihr werdet viel mehr lernen, wenn ihr euch wirklich anstrengt. Von mir aus kannst du mich gerne schonen, Elsa. Manchmal ist es sicherer, weniger zu lernen. Wir verschonen, Ben. Keine Sorge, Ben. Ich werde mich zurückhalten. Danke, Elsa. Ich möchte zu lernen, aber vor allem möchte ich nicht verletzt werden. Ja, schön. Okay, dann, ich wette, dass Ben defensiv ist, also, oh, okay. Dann Fiole werfen. Autsch. Ey! Das hat wehgetan. Aber gut, dann sind wir jetzt selbst mal defensiv. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. What? Au! Oh Gott, da werden wir einfach gekitzelt bis zum Umfallen. Oh Gott. Na, wow. Unser Zauberstab? Naja, gut. Ups. Geht doch. Dann werden wir mal die Fiole werfen. Bams. Autsch. Tut mir leid, Ben. Defensiv. Defensiv. Unentschieden. In Ordnung. Dann mal sehen. Aggressiv? Autsch. Das könnte wehtun. Autsch, autsch. Das hat wirklich wehgetan. Wir sind wieder defensiv. Und es ist erneut unentschieden. Und jetzt hinterhältig? Schön. Dann, Flipendo. Oh Gott. Flipendo! Wollen wir doch mal sehen, ob das klappt. Bams! Okay, dann defensiv. Jetzt ist es wieder unentschieden. Und au, 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 das könnte wehtun. Das könnte verdammt wehtun. Autsch! Hinterhältig? Bams! Ich glaube, Rectus Sempra. Wow. Rectus Sempra. Kitzelfluch. Kitzeln wir ihn ein bisschen. Oh. Und wir haben gewonnen. Oh. Dann haben wir ja doch gewonnen. Wobei ich sagen muss, Ben hat sich gar nicht mal schlecht geschlagen. Also ich bin positiv überrascht. Bist du in Ordnung, Ben? Danke, dass du mich geschont hast. Ich wünschte, ich hätte mehr üben.
Ich hätte mehr über Selbstverteidigung gelernt. Ich bin enttäuscht von dir, Elsa. Ich habe gesagt, du sollst dich anstrengen. Du vergeudest unsere Zeit, wenn du dich zurückhältst. Ich habe trotzdem gewonnen. In einem Trainingsduell gegen einen selbsternannten Feigling. Gegen einen fähigen Zauberer hättest du keine Chance. Du musst Strategien und Techniken für Duelle studieren. Du musst dich auf dein nächstes Duell vorbereiten. Nächstes Duell? Gegen wen? Gegen mich. Okay. Okay. Werden wir jetzt einfach mal darauf warten, dass wir entweder ein Schlafmittel brauen können oder mit Rowan üben. Und ich würde mal sagen, beides erledigen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass diese Folge jetzt nicht zu kurz geraten ist. Obwohl.